So, hallo. Heute geht es mal um das Thema Fasten bzw. Langzeitfasten. Ich faste jetzt seit 3 Wochen, also ich bin heute am 21. Tag und mir geht es sehr gut, also perfekt. Ja, Grund des Fastens, ich hatte ein paar Kilos zu viel, also ich bin 1,83 groß. Mein normales Gewicht war früher immer so 74, 75 Kilo und jetzt vor 3 Wochen hatte ich 106,5 Kilo auf die Waage gebracht. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt seit 3 Wochen gar nichts gegessen, außer Nahrungsergänzungsmittel natürlich. Ja, und ich will euch das mal vorstellen, was ich genau gemacht habe. Also jetzt nach 3 Wochen, man sieht schon, ich habe immer noch Energiereserven gespeichert. Ich kann wahrscheinlich noch weitere 2-3 Wochen aushalten. Ja. Okay, also grundsätzlich ernähre ich mich von Wasser momentan. Mein Frühstück, das besteht aus Nahrungsergänzungsmitteln. Ich nehme immer jeweils eine Pille von denen. Astaxanthin. L-Carnitin 500, L-Glutamin 57, Vitamin C, da nehme ich 2 Pillen, UBC, eine Pille, Zink, Kupfer, Mangan, Zink, Selen, Q10, Vitamin E und Vitamin B12. Die tue ich früh und am Abend alle in eine Schüssel und nehme die mit Wasser ein. Zwischendurch nehme ich mir wieder mal kolloidales Silizium. Ich nehme einfach ein paar Tropfen im Mund und lasse es auf der Zunge zergehen. Dann nehme ich noch mehrmals Chlorella-Alge, also 2-3 Mal am Tag mit Tasse, das ist ganz gut, das ist auch eine gute Eiweißquelle. Dazu durch 3 Teelöffel in die Tasse rein und das mit Wasser verrühren und trinkst dann. 2 Mal täglich nehme ich noch einen Messlöffel Sango-Korallen für die Mineralien. Und dann trinke ich noch Gemüsebrühe, 1 Liter am Tag. Und da gebe ich Kollagenpulver rein. 1 Esslöffel oder 1,5. Verrühre das und trinke es. Auch eine Eiweißquelle. Mittags nehme ich noch Vitamin D3 in Verbindung mit Vitamin K2. Und bevor ich ins Bett gehe, als allerletztes nehme ich Vitamin A für die Augen und mache eine Darmkur mit Doxaprevent. Das sind solche Kapseln. Dann nehme ich jeden Abend 6 Stück, schlucke mit Wasser runter und gehe dann ins Bett. Dann ist natürlich auch noch grüner Tee sehr gut für die Fettverbrennung und für vieles andere auch. Und was ich noch mache, das ist ein Einlauf. Da gibt es diesen Behälter, also Kaffeeeinläufe. Ich setze eine Kanne Kaffee an, lasse ihn abkühlen, mindestens auf Körpertemperatur, sage ich jetzt mal. Und dann schließt man an den Behälter einen Schlauch, so ein Irrigatorrohr an. Und lässt es dann reinlaufen, 20 Minuten im Körper behalten, wenn möglich. Ja, das ist für die Darmreinigung im Endeffekt. Das mache ich jetzt natürlich nicht vor. Ja, wie gesagt, ich fühle mich sehr gut, ich habe keine Mangelerscheinungen. Ich habe noch kein Problem im Kreislauf.
Und ja, solange es jetzt noch so gut weitergeht, möchte ich es noch verlängern. Also vielleicht schaffe ich 4 Wochen. Ich melde mich dann wieder, wie es mir geht. Und ich versuche natürlich auch noch, meinen Körper zu belasten. Also ich mache Liegestütze, Sit-Ups, gehe locker laufen, wenn ich Zeit habe. Und Seilspringen ist auch eine gute Übung, weil wenn doch mal was ist mit dem Kreislauf, dann ist man nicht weg, sondern ist zu Hause und kann sich vielleicht besser helfen, wie wenn man irgendwo im Wald umklappt. Ja, also ich komme sehr gut zurecht. Ich schaue mal, wie es weitergeht mit meinem Gewicht. Ich habe mich jetzt nicht auf die Waage gestellt, zwischenzeitlich. Das mache ich dann am Schluss, wenn ich das Fasten breche. Ich habe dann auch vor, mit intermittierendem Fasten weiterzumachen, also Intervallfasten. Und dann wieder auf roh vegane Ernährung hauptsächlich umzusteigen und wieder vernünftiges Körpergewicht zu erreichen und Energie zu haben. Ja, dann bis demnächst. Ich werde berichten, wie die Sache ausgeht. Und bitte nicht nachmachen. Kann auch gefährlich sein oder zumindest euren Arzt oder Heilpraktiker vorher fragen. Also ich bin gesund im Endeffekt, mir fehlt nichts und vielleicht ist es wahrscheinlich nicht für jeden geeignet, das so zu machen wie ich. Ja, okay, dann ciao, ciao. So, ich zeige jetzt meine Mittelchen mal in der Nahaufnahme. Falls es jemanden näher interessiert. So, ich habe jetzt meinen kleinen Lauf hinter mir. Also ich versuche so oft wie möglich laufen zu gehen. So locker wie möglich. Leichten Trab. Man soll sich nicht anstrengen dabei. Bevor man zu schnaufen anfängt, lieber stehen bleiben oder ganz langsam weiterlaufen. Ich mache auch keine steilen Berge und nichts. Also am liebsten da, wo es eben ist. Wer gar nicht so fit ist, dass er joggen kann, der soll einfach walken oder zügig laufen. Ja, 21. Tag. Ich fühle mich topfit, also ich merke keine Mangelerscheinungen oder ähnliches. Kreislauf spielt mit. Genau. So, ich mache jetzt nochmal die Übungen. Ich mache Liegestützen und Sit-Ups. Man kann es natürlich beliebig erweitern, aber ich mache nur grundsätzlich mal. Und das ist sehr wichtig, um seine Muskelmasse zu erhalten. Sonst baut der Körper, wenn er nicht zugeführt kriegt, die Muskeln ab. Und das versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. Man soll sich für den Fettreserven ernähren. So, das Ganze machen wir 3 Durchgänge pro Tag.
je 15 bis 20 Mal, das reicht. Seilspringen, das ist super, ganz Kribbelübung, dann habe ich es mit eingebaut in mein Programm. Jeden zweiten Tag eine halbe Stunde ist perfekt. Und das Gute ist, wenn man zu Hause ist und das macht, kann man jederzeit aufhören und steht nicht irgendwo in der Bodane, irgendwo am Speheranfall. Gute Übung.